Okay, was heißt da? Alles ist sauber? Ach du grüne Neune, es gibt nicht genug Futter. Hi Leute, habt ihr unseren Panikmacher gesehen? Oh, wir haben keine Zeit. Sammy, warte. Wir haben genug Futter. Es ist doch nur ein Wochenende. Oh, meine Schätzchen. Wie kann ich euch nur verlassen? Sammy, das geht nicht. Wir können keine Hütte bauen mit Futter für ein Jahr, sicher in Flut, Erdbeben und Zombie-Invasion. Das ist die Idee. Susi, du bist ein Genie. Nun, den ersten Bus werden wir dann wohl verpassen. Hi, Leute. Startklar für eine neue Bastelarbeit? Dank Sam bauen wir heute eine Hamsterhütte. Man muss immer bereit sein. Man kann nie wissen, was passiert. Hi, Scheißblaute. Hi. Seht ihr gut drauf? Okay, okay. Wir sollten auf jeden Fall was richtig Spannendes machen. Fangen wir mit dem Eingang an. Sam besteht darauf, ihn so tief wie möglich zu machen. Alles ist möglich. Bitte nicht so viele Stufen. Oh oh, nicht, dass die Hamster schon vor der Tür schlapp machen. Dann schleifen wir sie weiter mit einem kleinen Schubs. Gute Idee, Sammy. Lass uns einen kleinen Rollsteig einbauen. Leute, wisst ihr, was das ist? Rollsteig. Ich weiß es. Ein fahrender Fußweg. Ich habe im Museum mal einen gesehen. Genau. Um den Fußweg zu bewegen, brauchen wir zwei Kugellager. Leute, passt mit dem Hammer auf. Seht mal, wie schnell sich das dreht. Genau richtig. Oh, Sammy, wie ich sehe, hast du auch schon was zusammengebaut. Alles für meine flauschigen Freunde. Oh, ich schau mal nach ihm. Sammy ist so gutherzig. Er ist sehr fürsorglich mit unseren Haustieren. Leute, habt ihr Haustiere? Falls ja, gebt einen Daumen hoch. Wow, Susi, du hast so viel geschafft, wenn ich weg war. Wie geht es deinen Schützlingen, Sammy? Die schlafen andauernd. Ich mache mir noch immer Sorgen, also habe ich ihre Ration erhöht. Super, Sammy. Hoffentlich hast du nicht unsere Vorräte geplündert. Wie auch immer, ich bin Schadklar. Okay, was haben wir hier? Piep, piep. Hurra! Da ist ein Loch im Boden. Danke, Sammy. Reparieren wir es. Der Rollsteig ist jetzt fertig. Testen wir ihn kurz? Hurra! Er bewegt sich. Aber wohin? Ich kapiere es nicht. Er bewegt sich auf die Sicherheitstür unseres Bunkers zu. Aber Susi, wir haben gar keine Tür. Über welche Art von Sicherheit sprechen wir hier? Keine Panik. Ich habe an alles gedacht. Schau, dies ist der Eingang der Hütte. Aber nur Hamster kommen rein. Unser System ist cooler als im Louvre. Und nur kleine Fellknäule kommen daran vorbei. Wir haben zur Sicherheit einen speziellen Identifikator an der Wand. Da. Der Mechanismus ist geheim. Man kommt ohne Passwort nicht rein. Tada! Ach du grüne Neune, Susi. Ihm ist ein Schwächenfilm. Beeindruckend, nicht? Susi, woher weiß das System, dass Koko vorbei darf? Mithilfe dieser Kamera. Ach du grüne Neune. Ich hab schon Gänsehaut. Wappne dich für mehr Gänsehaut. Wir machen nämlich einen Desinfektionsbereich. Immer langsam. Was für ein Bereich? Desinfektion, Sammy. Nicht vergessen. Kein einziges Bakterium kommt in die Hütte rein. Heißt das, dass wir mit Masken arbeiten müssen? Nö. Gott bewahre. Keine Sorge, wir desinfizieren das ganze Werk später. Nun lass uns erstmal die Wand dekorieren. Sammy, das ist dein Spezialgebiet. Ich bin Startler. Ich weiß, ich bastle so schnell, dass ihr mich nicht einmal seht. Ich kann kaum reagieren. War ich unsichtbar? Sicher. Du warst in ein paar Sekunden völlig verschwunden. Susi, hast du den falschen Fußboden gebracht? Er ist voller Löcher. Dieser Bereich wird von unten belüftet. Darum sieht er so aus. Heiliger Strohsack, das ist Technik. Ich wünschte, wir hätten so einen Flur. Es wird dich umhauen, Sammy. Leute, bleib dran. Okay, der Desinfektionsmechanismus steht. Du bist ein toller Ingenieur, Sammy. Und ich habe die Tür und Decke für den Bereich eingesetzt. Wir brauchen nur noch eine wichtige Sache. Ein spezielles Licht, das alle Mikroben und Bakterien abtötet. Schon fertig, ganz einfach. Unsere Hamster sind so vollkommen sicher. Und für noch mehr Sicherheit verstärken wir die Wand mit bruchsicherem Glas. Und aufs Dach kommt Dekoration. Du wirst sehen, wie dieser Bereich am Ende abschneidet. Ich glaube, es ist Zeit, die Zimmer unserer Hütte zu bauen. Was kommt ins Erdgeschoss? Ideen? Hast du was gesagt? Ich hab geträumt. Oh, Sammy. Also ganz sicher brauchen wir ein Futterlager. Das muss groß sein. Susi, Susi, willst du einen Trick sehen? Schließ die Augen, nicht gucken. Ich hab gesagt, nicht gucken. Okay, also? Kleine Sekunde. Augen auf. Tada!
Wow, Sammy, gut gemacht. Hm, nicht schlecht, aber es ist ein bisschen düster. Streichen wir es? Ja, stimmt. Was haltet ihr davon? Die Kronleuchter sind startklar. Und ich habe Glühbirnen mitgebracht. Wie kann ich bloß mithalten? Naja, ich versuche es. Susi, ich glaube, das ist viel zu viel Licht hier drin. Gar nicht. Wir bauen nämlich ein Gewächshaus ein und Gemüse braucht zum Wachsen ganz viel Licht. Da wir kein natürliches Licht haben, nutzen wir eben Lampen. Ja, du hast recht. Hamster brauchen frisches Gemüse und Vitamine. Es gibt mehrere Stockwerke, also bauen wir einen bequemen Lift. So können sich die Hamster relaxed bewegen. Ja, fürs Treppensteigen brauchen sie ewig. Ich sag's euch. Wir bauen eine spezielle Schranke statt einer Tür. Und legen Futter ins Lager. Jetzt brauchen wir nur noch die Decke und das Erdgeschoss ist fertig. Vorsichtig. Bitteschön. Ein Fitnessraum oder ein Wohnzimmer? Oh, schwere Entscheidung. Warum entscheiden? Wir können beides. Ui, cool. Leute, was für ein Zimmer hättet ihr gerne zu Hause? Ich hätte gerne ein Schokoladenzimmer. Okay, Leute. Alles läuft nach Plan. Guckt euch diesen Mechanismus an. Der Zweck bleibt aber noch geheim. Lasst uns das Wohnzimmer gemütlicher machen. Und eine Bibliothek einbauen. Hier gibt es eine Sauna und einen Fitnessraum. Dies sind die Hanteln für die Hamster. Wir müssen nur noch das Licht testen, dann ist der erste Stock fertig. Wow, es gibt so viele Möglichkeiten. Fantastisch! Die Disco geht los! Du, 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 du. Lass uns tanzen! Sorry, ich hab mich mittäuschen lassen. Ups, ich schätze, ich hab einiges verpasst. Geht schon klar, Sammy. Du hast mich zu einer Minibar für unsere Hamster inspiriert. Guckt euch den Barkeeper an. Oh, das ist eine Mini-Version von mir. Cool. Meine Fellknäule werden mich dann nicht mehr so vermissen. Nachdem sie Spaß hatten, schlafen sie dann in ihren gemütlichen Betten. Oder basteln am Schreibtisch wie du und ich. Das macht Spaß. Wobei die Hamster lieber Sachen kaputt machen. Ja, ich erinnere mich, was mit der armen Sushi-Bar passiert ist. Dies ist die letzte Etage der Hütte. Hier kommt die Decke. Leute, wollt ihr einen kleinen Rundgang? Es gibt so viel lustiges Zeug. Der erste und wichtigste Raum ist die Vorratskammer. Sie werden lange was davon haben. Dafür habe ich gesorgt. Macht das Licht an, dann seht ihr besser. Hier züchten wir frisches Gemüse. Haufenweise Vitamine und den Lieblingsbrokkoli unserer Hamster. Das Leben besteht aus Bewegung und Sport. Gut gemacht, Sammy. So viele Hanteln. Danke. Und hier ist das große Wohnzimmer. Hier gibt es eine Überraschung, aber die zeigen wir später. Papierfetzen statt Federbett. Und eine Lampe macht das Schlafzimmer gemütlicher. Am besten gefällt mir die Minibar. Und ich bin sogar der Barkeeper. Hat euch unsere Führung gefallen, Leute? Falls ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, es gefällt ihm. Judy, kommst du? Wir sind auf dem Weg. So, Buddy. Startklar für ein kleines Abenteuer? Also los. Guter Junge Coco, das ist alles deins. Guck, wo du hinkriegst. Er kommt auf den Rollsteig. Hab keine Angst, Süßer. Und los geht's. Susi, meinst du, die Kamera kennt ihn? Sicher, Sammy. Warte es nur ab. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Ich liebe dieses Sicherheitssystem, Susi. Du bist ein Genie. Oh, guck, der Lüftungsraum. Ich schätze, er mag den frischen Luftzug. Wir müssen dich gut desinfizieren, Buddy. Nur ein kleines Stück weiter. Und tada! Willkommen im neuen Zuhause. Nicht alles auf einmal essen. Das muss eine Weile halten. Ich habe es berechnet. Er ist auf dem Weg zum Gewächshaus. Mach das Licht an, dann sehen wir besser. Huch, er hat den Brokkoli gefunden. Sicher beißt er herzhaft rein. Also Leute, mögt ihr Brokkoli? Unser Coco liebt es. Genauso wie Äpfel, Mais und so gut wie alles andere auch. Der Hamster hat genug gegessen, also ist es Zeit, weiter zu erkunden. Weiter, Coco. Sei nicht schüchtern. Geh rein. Oho, der Lift. Hoffentlich geht das gut. Warum, Sammy?
Der Mechanismus ist sicher. Und Coco ist ein mutiger Hamster. Ja, du hast recht. Ich bin zu ängstlich. Wie auch immer, Lust auf Sport? Mal sehen. Irgendwas sagt mir, dass er heute kein Fitness plant. Oh Susi, es ist Zeit, unser Geheimnis zu lüften. Alles klar. Tada! Coco, diese Werkzeuge kannst du im Notfall benutzen. Puh, das beeindruckt die nicht. Fein, dann lass uns zur letzten Etage gehen, Buddy. Nicht die Bar ruinieren, nicht die Bar. Hui! Sammy, keine Panik. Ich glaube, sein Lieblingszimmer ist dieses hier. Jede Seite. Mit den gemütlichen Betten ist das ja klar. Also bist du nun zufrieden. Können wir gehen? Alles klar. Jetzt ist alles unter Kontrolle. Leute, hat euch unsere heutige Bastelarbeit gefallen? Sagt es uns. Gebt uns einen Daumen hoch. Boah, Susi, schau mal, wie viele Likes. Es regnet Herzen. Leute, abonniert unseren Kanal. Und wir sind raus zum Bus. Tschüss. Ui, bis bald.